Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem 15. September 2024, einem besonderen Sonntag hier in der Schweiz. Das ist der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag, ein religiöser, politischer Feiertag. Es gibt in vielen Kantonen ein Bettagsmandat, was verlesen wird. Und dieser Bettag ist ja eigentlich eingeführt worden, damit Katholiken und Reformierte wieder miteinander für das Wohl des Landes beten und einen Tag Frieden halten. Wir wissen, dass der 30-jährige Krieg und diese ganzen Unruhen ja unheimlich viel Zwistigkeiten auch zwischen den Glaubenden gesät haben, und dieser Feiertag sollte dazu dienen, dass man für das Wohl des Landes und für die unterschiedlichen Gruppen in dem Glauben auch wieder etwas Verbindendes findet und Verbindendes zum Leben hat. Ja, und so bin ich heute in den Gottesdienst gegangen und habe einen schönen Gottesdienst mitfeiern können. Eine wunderbare, allerdings zeitlose Predigt und ein Abendmahl, was natürlich immer ein Zeichen für die Auferstehung des Herrn ist, und dann auch natürlich noch einen Kirchenkaffee erleben dürfen. Es ist erstaunlich, wie die Menschheit in dieser heutigen Situation voranschreitet und wie sie weitergeht. Die Predigt hat alle hermeneutischen Fragen ausgeklammert, denn die fragt ja danach, also die Hermeneutik fragt danach, wie sage ich die Botschaft in die heutige Zeit? Und wenn man die Situation der Spaltung, der Unruhen, der großen Katastrophen überhaupt nicht benennt, sondern eine zeitlose Predigt hält, in der jeder Einzelne sich mal überdenken sollte, dann ist die Hermeneutik in dieser Predigt nicht mehr beachtet worden. Und so frage ich mich natürlich, wie kann es gehen, dass wir alles ausblenden, was gewesen ist, was momentan geschieht, wie oft die Sterbeglocken läuten und wie oft das Wetter Kapriolen schlägt, und wie stark mit der Lüge agiert wird und wie sehr letztlich dann auch die Werte verkehrt werden. Kein einziges Wort von der Tat, dass man durch eine Politikerin auf religiöse, nämlich christliche Motive geschossen hat. Nichts, gar nichts. Was sind das für Worte? Helfen Sie uns, Dinge aufzuarbeiten, Dinge besser zu machen? Reicht es aus, nur an jeden Einzelnen zu appellieren und mal zu überlegen, dass man ja viele Dinge verkehrt macht und vielleicht anders machen sollte? Ich habe dann am Ende dieses Gottesdienstes gefragt, und zwar ziemlich eindringlich, wann die Kirche endlich beginnt, die Corona-Zeit aufzuarbeiten, wann die Kirche sich zu Wort meldet, da sie ja am größten Genozid mit teilgenommen hat. Ich habe gefragt, warum nichts stattfindet, Gespräche zwischen den Gruppen, die ausgeklammert worden sind, die man regelrecht nicht mehr sehen wollte, weil sie die Maßnahmen nicht mitgetragen haben. Und ich habe natürlich auch gefragt nach den Zeitthemen, warum sie nicht angesprochen worden sind. Ich habe nur ein großes und erstauntes Schweigen vernommen von den Personen, die ich gefragt habe. Und ich muss sagen, das ist nicht befriedigend. Und so entdecke ich an diesem Buß- und Bettag hier in der Schweiz, dass wir gebraucht werden, mehr denn je. Jeder Einzelne, der die Dinge weitersieht, der erkannt hat, worauf es ankommt in unserer heutigen Zeit, was alles geschieht, dass selbst auch die Bauern hier in der Schweiz jetzt bedrängt werden, weil ihr Land mit Aluminium verseucht ist, dass sie aufgeben müssen. Und man jetzt langsam spürt, was hier eigentlich vor sich geht, nämlich dass die Existenzen alle bedroht sind. Ja, dass man da endlich mal die Dinge beim Namen nennt, dass man sich aus den Stuben heraustraut, und da kann man nicht warten, bis die offizielle kirchliche Gemeinschaft damit anfängt. Ich glaube, da warten wir vergebens. Es wird Zeit, dass wir alle, die wir die Dinge anders sehen, weitersehen, begriffen haben und die Gefahren sehen, dass wir den anderen Menschen mit unserer freundlichen, liebevoller Art, aber konsequent und natürlich auch mit Fakten die Dinge doch ein bisschen nahe bringen.
Das heißt letztlich nicht, dass wir Krieg produzieren sollen oder Zwistigkeiten, aber dass wir doch das Gespräch anstoßen sollten. Und deshalb braucht es jeden Einzelnen von uns in diesen Gemeinschaften. Wenn jeder bei sich und bei den Überzeugten der eigenen Meinung bleibt, dann wird sich nichts verändern. Und dann werden wir in eine der größten Katastrophen hineinschlittern, die die Menschheit wohl je erlebt hat. Und das kann sehr wohl passieren. Es scheint ja real zu sein, wenn wir die Zeichen der Zeit sehen und sie eben nicht übersehen. Deshalb ist es auch wichtig, an dem heutigen Tag natürlich, das habe ich für mich auch mitgenommen, in die einzelne Demut und Buße zu gehen und zu fragen, wo habe ich gefehlt, wo habe ich Dinge anders zu sehen, wo muss ich mich entschuldigen und wie kann ich meinem Gegenüber begegnen. All das sind ganz, ganz wichtige Dinge und Fakten, die natürlich auch benannt werden müssen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie in den Kontext der heutigen Zeit gestellt worden wären. Ja, wir werden gebraucht und deshalb wünsche ich uns allen eine wirklich gesegnete Nacht, dass wir Kräfte tanken können, dass wir uns erholen können und dass wir spüren und merken, dass wir letztlich gebraucht werden, nämlich in einer Welt, wo man lieber zudeckt und vergisst und sich aus den heiklen Themen zurückzieht. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort, sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Schlafen Sie gut, es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini aus den Nachtgedanken.